Das sind Ludwig und Alexander, zwei frei erfundene Outlook-Nutzer. Beide sind Führungskräfte im selben Unternehmen, beide haben Kinder und eine Ehefrau. Doch ein entscheidender Unterschied trennt ihr Leben. Ludwig wird von E-Mails überrollt. Jeden Tag kämpft er sich durch eine Nachrichtenflut, die einfach nicht enden will. Er ist überfordert, erschöpft und gestresst. Und Alexander? Alexander meistert seinen Tag spielend. Sein Postfach ist jeden Abend leer. Seine Projekte laufen reibungslos. Kein Stress, kein Chaos. Auf ihn können sich alle verlassen. Was ist sein Geheimnis? Was konkret kann Ludwig von Alexander lernen? Das verrate ich dir nach dem Intro. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Das erste Problem ist, dass Ludwig regelmäßig den Überblick verliert. Ihm gehen wichtige Dinge unter und er arbeitet zunehmend reaktiv. Schauen wir uns an, was er falsch macht. Er sichtet seine E-Mails mehrmals am Tag, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Das Beantworten hebt er sich dabei aber meistens für später auf. Er nutzt seinen Posteingang als Running-To-Do-Liste und manche E-Mails sortiert er auch manuell in seine Ordnerstruktur ein. Viel besser wäre es, wenn er für jede E-Mail eine Entscheidung treffen würde. Es gibt 5 Möglichkeiten. Erstens löschen, zweitens weiterleiten, drittens archivieren, viertens bei kurzen E-Mails sofort erledigen und fünftens alles, was ich heute nicht schaffe, auf später terminieren. Um die E-Mails zu terminieren, sollte er sie mit einem Quickstep in eine Aufgabe umwandeln. Wichtig dabei, jede Aufgabe braucht ein Fälligkeitsdatum. Der Vorteil ist, die Aufgabenliste ist nach Fälligkeitsdatum sortiert, der Posteingang hingegen nur nach Eingangsdatum. Für das Archivieren reicht ihm ein einziger Archivordner. Er braucht keine Ordnerstruktur, denn diese braucht viel Zeit. Die Suchfunktion ist so mächtig, dass er jede E-Mail in unter 10 Sekunden finden kann. Das zweite Problem ist, dass Ludwig nicht zielgerichtet kommuniziert. Dadurch bekommt er keine zeitnahen Antworten und muss regelmäßig nachfassen. Oft entsteht so ein E-Mail-Ping-Pong, ein ewiges Hin und Her an Nachrichten. Ludwig schreibt häufig viel zu lange E-Mails, die den Empfänger erschlagen. Aus seinen E-Mails lassen sich oft auch keine Fristen und Zuständigkeiten herauslesen. Und so entstehen oft Missverständnisse. Das lässt sich mit wenigen Maßnahmen vermeiden. Am besten schreibt er zukünftig nur noch möglichst kurze und aussagekräftige E-Mails. Wenn er doch mal eine längere Nachricht schreiben muss, sollte sie empfängerorientiert strukturiert sein, zum Beispiel mit Zwischenüberschriften. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Antwort. Aus jeder E-Mail sollte klar erkennbar sein, wer macht was bis wann, also klare Zuständigkeiten und Fristen, denn das reduziert das häufige Nachfassen und E-Mail-Ping-Pong. Ein Tipp, am besten wird unternehmensweit die Spielregel vereinbart, wenn jemand im Anfeld steht, wird eine persönliche Rückmeldung erwartet. Für Personen im CC-Feld gilt die E-Mail nur zur Info, er muss keine Antwort schreiben, wenn er nicht möchte. Auch das direkte Ansprechen von Personen mittels Ad-Erwähnung kann helfen. Das dritte große Problem ist, dass Ludwig zu viel Zeit für seine E-Mails benötigt. Der Berg wird immer größer und erdrückt ihn zunehmend. Eine Ursache dafür, er bekommt einfach zu viele E-Mails. Das, gepaart mit dem Gefühl, alles selbst machen zu müssen, ist eine schlechte Kombination. Von neuen E-Mails und Benachrichtigungen lässt er sich leicht ablenken. Und mit zeitsparenden Outlook-Funktionen für die Verarbeitung von E-Mails hat er sich bisher noch nie beschäftigt. Die erste und einfachste Maßnahme zur Reduktion der E-Mail-Flut ist, dass Ludwig die Vielzahl an Newslettern abbestellt, die er eigentlich gar nicht wirklich braucht. Außerdem darf er lernen, loszulassen und einige Aufgaben und Zuständigkeiten, die nicht zwingend bei ihm liegen müssen, abzugeben. Auf E-Mails, wo keine ausführliche Antwort von ihm nötig ist, kann er zukünftig auch einfach die Reactions-Funktion nutzen. Das reduziert E-Mail-Ping-Pong, Danke, gerne und so weiter.
Und für repetitive Themen sollte er künftig mehr mit Schnellbausteinen und Vorlagen arbeiten. Für weitere Outlook-Tipps zur E-Mail-Verwaltung schau dir gerne auch unser Video 10 erstaunliche Outlook-Tipps für deine E-Mails an. Jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.